Pico werden im Knast diejenigen genannt, die in der Hackordnung ganz unten sind. Pico heißt auch ein aufwühlender Film, der jetzt in die Kinos kommt. Er basiert lose auf einem wahren Fall, dem Foltermord im Gefängnis Siegburg, der 2006 für Schlagzeilen sorgte. Halbwüchsige Gefängnisinsassen quälten einen Mithäftling mit unvorstellbarer Grausamkeit. Dass man diesen Film nicht so schnell vergisst, liegt vor allem an den jungen Schauspielern. Allen voran dem Berliner Konstantin von Jescherow. Auf den ersten Blick sieht er aus wie ein Teenie, der sich nach der Schule eine Currywurst holt. Dabei ist Konstantin von Jescherow schon 24 Jahre alt und ein vielgefragter Schauspieler. Sorry, hast du vielleicht eine Kette? Im Gefängnisdrama Pico, das am 3. Februar in die Kinos kommt, spielt er Kevin. Jemand von euch eine Kippe? Verpiss dich. Kevin ist ein Pico, ein Neuling im Knast. Die Regeln hinter Gittern muss er erst lernen. Das ist ein Junge wie jeder andere. Und der hat einfach nur im Suff ein bisschen zu viel getrunken und hat in der Schlägerei einmal zu viel raufgehauen. Ansonsten ein ganz normaler Junge, wurde nicht geschlagen im Elternhaus. Aber jetzt hat er nun leider die Scheiße am Dampfen, kommt er ins Gefängnis, weiß auch überhaupt nicht, was da auf ihn zukommt. Und man hat ja einfach nur am Anfang das Gefühl, der gehört da nicht hin. Mann, ey, wie das stinkt. Kevin kommt in eine abgeschlossene Welt voller Monotonie und Gewalt. Hose runter. Was? Komm schon, Hendrik, lass den Maul halten. Ihr beide geht an die Wand und haltet die Fresse. Hey, er hat dir nichts getan, man hört doch. Du gehst jetzt an die Wand und fressst die Fresse. Die Häftlinge sind zu Unmenschen mutiert, die sich gegenseitig quälen. Kevin, einfach nicht hinsehen. Wir müssen was machen. Dann gehst du das Ding nicht mal dran. Hör auf, Mann, hör auf! Schonungslos zeigt der Film, wie Kevin Teil dieses brutalen Systems wird. Pico schockiert durch seine realistische Darstellung des Gefängnisalltags. Konstantin von Jescherow wurde im Laufe der Dreharbeiten beinahe selbst zum Gefangenen seiner Rolle. Die Seele hat es ganz schön geschwärzt, sag ich mal so. Als ich zurückkam von dem Dreh, meine Freundin, meine Familie, alle haben gesagt, du hast eine düstere Aura bekommen. Du bist, du siehst aus wie jemand, der gerade jemanden umgebracht hat. Nach den Dreharbeiten zu Pico brauchte Konstantin von Jescherow Abstand. Den findet er hier, im beschaulichen Dahlem. Ganz bodenständig wohnt er mit Freundin und Sohn im Reihenhaus. Und spaziert zur Entspannung lieber durch die Domäne Dahlem, als wie früher in Bars oder Clubs zu gehen. Der gebürtige Berliner gibt sich sehr locker und uneitel, obwohl er bereits eine lange Karriere hinter sich hat. Mit 8 Jahren stand Konstantin von Jescherow zum ersten Mal vor der Kamera. An der Seite von Ulrich Mühe und Iris Berben in Rennschwein Rudi Rüssel. Selbstbewusst gab er damals sein erstes Fernsehinterview. Dann hat Rudi Cora angeschissen und Tini angepinkelt. Und mich hat er nur ein bisschen mal gebissen und angesabbert. Jahrelang spielte er dann erfolgreich in Kinderserien wie Schloss Einstein mit. Knutschen mit Konstantin, davon träumten viele Mädchen. Ein Traumjob. Dennoch behauptet er, dass ihm der frühe Ruhm manchmal peinlich war. Wenn ich Leute uns so angesprochen haben und gesagt haben, Mensch, bist du nicht der und der aus dem und dem Film? Ich habe immer gesagt, nein, bin ich nicht. Weil ich immer so normal wie möglich sein wollte und da gar nicht so im Mittelpunkt stehen wollte. Oder man wird ja auch durch so eine Sache auch ausgegrenzt, gerade so in jungen Jahren. Und ich habe es dann immer verleugnet und gesagt, so, nee, und so bin ich nicht. Und ich sehe nur so aus. Inzwischen hat Konstantin von Jescherow in mehr als 70 Filmen und Serien gespielt. Heute lehnt er Angebote für seichte Komödien kategorisch ab und plant seine Karriere genau. Schließlich steht er seit 16 Jahren vor der Kamera. Ganz ehrlich, ich fühle mich auch oft so von den Sachen, die ich so erlebt habe, jobtechnisch und Dings, fühle ich mich auch oft wie ein 40-Jähriger. Vielleicht liegt es an seinem gefühlten Alter, dass Konstantin von Jescherow nicht mehr nur Schauspieler sein möchte. Er versucht, sich eine zweite Karriere als Musiker aufzubauen. Mindestens genauso zielstrebig wie im Filmgeschäft. Yeah.